Hallo meine HD-Freunde und Agrarwissenschaftler. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, ein bisschen spät dran. Es gab einen Haufen Updates. Die Winterkollektion war da gewesen. Und ja, lieber spät als nie. Und heute gucken wir mal an, was es so gegeben hat. Falls ihr das noch nicht wisst. Wir probieren einfach alles mal aus. Es ist ja alles da. Und wir gucken einfach mal rein. Mein schlauer Zettel gucke ich nochmal drauf. So, wir haben gestern gab es ein kleines Update, gab es von diesem Update und Wartungsarbeiten, kleines Geschenk. Wir machen es mal auf. 5 Dias. Achso, dann genau, weil ich das Update geholt habe aus dem Play Store. Runtergeladen. Ohne das geht es auch nicht mehr, das Spiel. So, nehmen wir mal mit. 5 Diamanten kann man immer gebrauchen. So, was ist neu? Neu ist. Die verflixten Tools, die sind hier oben drin. Und zwar seht ihr hier oben tägliches Limit, Kauflimit für Erweiterung und Verbesserungsmaterial. 80 ist nicht, hat sich nicht geändert. Ich denke mal, die werden es auch nicht abschaffen. Ich habe munkeln hören, dass sie es vielleicht erhöhen wollen. Also für uns Großen ist das wirklich ein Problem, diese 80er Begrenzung. Für Kleine, die kommen da wahrscheinlich nicht dran, aber wir Großen sind ruckzuck, sind wir da dran. Das ist allein schon durchs Tauschen und hin und her bin ich extrem eingeschränkt. So, dann sehe ich da weiter unten, heute gekauft und Erweiterungs- und Verbesserungsmaterialien. 15 Stück, also heißt 65 kann ich noch kaufen. Das ist offen, das ist jetzt so ein Counter, hat man ja mal gesagt, dass man wenigstens einen Überblick hat, dass man nicht immer irgendwelchen Zettel machen muss oder sowas. Das ist neu. So, noch neu. Ich hake das mal kurz ab hier. So, noch neu ist oben bei den Dias. Wenn ich oben drauf gehe, habe ich hier auf einmal einen Diamantenladen. Was ist das? Einmal aktualisiert. Okay, wir gehen nochmal drauf. So, wir haben hier oben Angebote. Was denn so Angebote sind? Das ist die neue Weihnachtsdeko hier. Falls ihr so noch nicht gesehen habt, für 5,49 Euro, hier für 10,99 Euro und für 21,99 Euro. Wobei ich diesen Herd oder Ofen, den Weihnachtsofen, relativ schön finde. Wobei hier unten finde ich das auch schön, hier mit diesem Stuhl und Weihnachtsdingen, aber ich werde es mir nicht holen. Glaube ich nicht, dass es mir holen wird. So, dann haben wir hier nochmal nebenan die wöchentlichen Angebote. Wir können hier oben über 3 Reiter gehen oder hier unten weiter scrollen. Dann haben wir natürlich, was ich nach meiner Meinung ein bisschen extrem finde hier. 200 Diamanten für 10 Klebis, 10 Bolzen und Stiftzaun hier. Weiß ich nicht. Hallo. Aber, ja. Diamanten rauslocken können sie immer gut. Und oder das hier 136 Diamanten für 6 Bretter und ja, hier oben so ein Zaun, der sieht ganz niedlich aus, aber 5 Stück kann ich nichts mit anfangen. Also wenn, dann brauche ich vielleicht 50. Und dann wird die ganze Sache extrem teuer. Naja, und dann das nächste ist halt die Diamanten. Das ist ja das Altbekannte. Das ist nichts Neues. Jedenfalls dieser Diamantladen da oben ist neu. So, das hatten wir. Dann gehen wir mal. Das Tal ist seit gestern wieder offen. Wir gehen mal rein ins Tal. Da gibt es ja auch einige Neuerungen. Und zwar müssen wir jetzt nicht mehr Hühner fangen, sondern Zootiere. Hier zum Beispiel Elefant. Sehe ich jetzt nochmal welche. Hier ist auch nochmal ein Elefant. Hier ist ein Nilpferd. Hier ist ein Elefant. Das ist neu. Also wir müssen fangen und extrem viele. Wir können ja mal gucken. Wir müssen 400. 29 haben wir gerade mal. Ich habe ausgerechnet, es läuft 22 Tage. Wir müssen 18 Stück am Tag haben. Also wir sind schon weit unter. Wir müssten heute schon 36 haben. Sind schon weit unter. So, wie macht man das? Wir fahren wie bei den Hühnern einfach drüber und können sie dann einsammeln. Ihr seht hier bei mir der Rote. Ich zoome mal ein bisschen dran. Der Rote. Ich habe hier drei Punkte. Wenn die voll sind, ich habe schon 2 Tiere eingesammelt. Ich könnte noch ein drittes. Und dann bin ich voll. Dann kann ich nicht mehr einsammeln. Ich muss diese Tiere, muss ich
hier runterfahren. Seht ihr, wo diese Pfote ist? Da drauf ist das der Zoo und da muss ich sie abliefern. Wenn ich da angelangt bin, muss ich eine halbe Stunde warten, dann kann ich erst wieder weiterfahren. Oder mit 8 Dias kann ich sofort weiterfahren. Wie gesagt, die wissen, wie man die Dias rauszieht. So, noch neu ist eine Tankstelle. Wenn ich hier hinfahre, ich bin gestern hier hingefahren, ich konnte dreimal Sprit für 3 Diamanten holen. Wenn man Glück hat, kriegt man die umsonst. Wenn man Pech hat, muss man Dias bezahlen. So. Was haben wir noch Neues? Ja, jetzt ist das, 22 Tage läuft es insgesamt. Das ist die neue Taldeko. Bin ich natürlich auch wieder scharf drauf. Aber hoffe, dass wir sie noch kriegen. Die Tiere machen uns ein bisschen Sorgen. Was haben wir noch neu? Hier, die Piggy Bank. Die Piggy Bank bedeutet, wenn ich drauf gehe auf irgendwas, auf irgendeinen Laden und bediene den, dann kriege ich nochmal meine Token und kriege Token in dieses Sparschwein. Und soweit ich das verstanden habe, kann man dieses Sparschwein irgendwann schlachten und sich Sachen hier rausholen oder zum Schluss gesammeltes Zeug rausholen. Und alles, was übrig bleibt, das ist diesmal neu und finde ich gut, kann mit zur nächsten Talsaison genommen werden. Das finde ich gut. Weil man konnte nicht immer komplett alles, da war immer ein Rest da gewesen, man konnte nicht komplett ausgeben und da war immer Rest und der war weg gewesen, futsch. Das ist diesmal neu, mit Beginn der nächsten Talsaison, alles was übrig bleibt, nimmt man mit. Wie das jetzt so genau mit der Piggybank funktioniert, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich habe da schon einiges gehört, aber da ich ja auch nicht supportet werde von Heyday, kann ich da wenig zu sagen. Ich habe mir das alles ein bisschen zusammengelesen, also es kommen dann bei jedem Geschäft kommen dann Token rein und die werden dann halt gesammelt. Wenn ihr das irgendwie genauer wisst oder was, schreibt unten auch einfach in die Kommentare rein. So, das sind die neuen Neuigkeiten. Wir gucken nochmal kurz rüber. Ich habe noch gar nicht geguckt, weil gestern Abend bin ich erst spät von der Arbeit gekommen und nur kurz mal so reingeguckt. So, wir haben hier eine Klorolle, die kann man mitnehmen. Ein Puzzleteil, 2 Klorollen. Ja, 3 Klorollen. Okay, noch ein Puzzleteil, okay, soll so ganz in Ordnung sein. So, das haben wir. Genau, 80 Zootiere zum Zoo bringen, genau, halbe Stunde warten hatten wir auch, die Tankstelle war neu. Ach so, das Kartenspiel, wir haben hier noch ein Kartenspiel. Und zwar, ich habe hier schon mal ein bisschen Kraftstoff gesammelt. Moment, das war doch hier oben. Jetzt bin ich aber völlig durcheinander hier. So, und zwar haben wir hier einen Kartenspieler. Werden wir wahrscheinlich gleich drauf kommen, dann können wir das mal machen. Und das ist so eine Art Bingo ist das. Also man kann Karten oder Memory, Karten aufdecken. Das sind einmal 6, 9 und 12 Karten. Die kann ich aufdecken. Das erste Mal 6. Da ist eine Bombe drin. Erwische ich diese Bombe unter den Karten, ist alles weg. Wirklich alles weg. Ich kann dann weitermachen mit, wie auch immer, Dias, ne? Und kann dann weitermachen, aber der Rest ist weg. Oder ich kann weitermachen. Ich kann dann auch weitergehen. Es gibt 3 Spiele, einmal mit 6 Karten, dann mit 9 und dann mit 12 Karten. Und jeweils eine Bombe mehr. Also 1, 2 und 3 Bomben. Wie das genau funktioniert, habe ich heute Morgen nur bei meiner Frau kurz gesehen. Die hatte dann beim zweiten Kartenspiel hat sie das zweite eine Bombe gehabt. Aber wir werden darauf kommen, werden wir dann alles nochmal neu machen. So, das ist dieser Lucky Bonus, genau. Piggy Bank. Ja, dann hatte ich ja schon fast meinen Zettel abgemacht. Zum Greg gehen wir noch, aber das machen wir alles nach. Wir eiern jetzt erstmal durchs Tal, gucken, ob wir die Zootiere hier runterkriegen. Wir fahren hier mal runter. So, abschließen. 15 Marken im Sparschwein. Okay. Abschließen. So, wir versuchen hier wirklich mal in den Zoo reinzukommen. Ich habe heute Morgen, war der hier oben gewesen, habe versucht, da oben hochzufahren. Und eine halbe Stunde später gehe ich rein, ist er hier unten. Seitdem ist er immer hier unten geblieben.
Wie auch immer. Ah, da haben wir die Giraffe. So, man fährt einfach rüber, man braucht sie nicht anklicken. Eingesammelt. Seht ihr? Und 3 Punkte, mehr kann ich einfach nicht sammeln. Und ihr müsst, was ich gehört habe, es kann sein, dass die Tiere auch ab und zu mal abhauen. Also ihr dürft nicht zu lange warten, sonst hauen die Tiere ab. Natürlich doof. Da rate ich eigentlich, ein bisschen viel Sprit zu sammeln, damit ihr ein bisschen rumfahren könnt. Wenn ihr nur 5 Sprit habt und könnt die Tiere nicht abliefern, bringt euch das ziemlich wenig. Gut, ich fahre jetzt über 2 Stück hier rüber. Ja, aber nicht zu ändern. Wir wollen sie in den Zoo reinbringen, auf jeden Fall. Er will wieder zurück. Naja, fahren wir mal wieder zurück. Wir haben ja noch ein bisschen. Müsste eigentlich reichen. So. Dann waren wir hier gewesen, ne? Dann fahren wir hier nochmal hin. Ich hoffe nicht, dass er noch zwischendurch liegen bleibt. So, dann müssen wir einmal hier rüber. Dann können wir auch fast, sind wir ja auch schon fast da. So, also bis jetzt ist alles gut gegangen. Oh, guckt euch mal die Belohnung an. Das ist natürlich heftig hier. Die Belohnung. Da fahren wir noch gleich mal hin. Zack, zack. Und liefern ab. So, jetzt muss ich natürlich eine halbe Stunde, was ich gesagt habe, eine halbe Stunde warten. So, das war's Tal. Wir haben jetzt natürlich diesen, wie heißt das hier? Lucky Bonus. Wir machen mal die Kästchen hier vorne auf. Ja, TNT. Ja, könnten wir uns verschenken. So, wir gehen hier mal rein. So, da ist diese eine Bombe und das ist der Rest, was ich kriegen könnte. Da wird einmal gemischt. Machen die erste. 2 Schrauben. Ich kann jetzt aufhören drücken, hier unten links aufhören und muss warten, bis das Vergraute hier frei wird. Dann kann ich in der nächsten Runde. Hier oben. Ich glaube 3 Stück. Machen wir hier unten. Jawohl. Ah, ich bin nicht so der Risikofreudige. So, wir machen nächste weiter. Oh, da ist ein Puzzleteil bei. Gucken drauf. 5 Lutscher. Ah, und alles weg. Alles weg, was ich hier gesammelt habe, alles weg. So, entweder hier 10 Diamanten, kann ich weitermachen? Nein, mache ich nicht. Okay, war lustig gewesen, aber hat nichts gebracht. So, das war die Neuigkeiten im Tal. Ich weiß gar nicht, gab es ja die neue Deko zum Kaufen. Der Shop war hier oben neu gewesen. Wir gehen noch mal kurz zum Greckmeister. Wir sammeln noch mal ab. Heute haben wir den 17. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, heute gibt es auch eine gute Deko, die ich gehört habe. So, da haben wir den 19., da haben wir den 15., machen wir mal auf. Ein Bolzling. Hier haben wir den 12. Karte. Mal vorsichtig rüber gucken. 18. haben wir morgen. Da ist der 14. Nochmal eine Karte. Hier haben wir den 17., hier heute. Da ist er, der Nikolausschuh. Der Nikolausschuh. Ich habe auch schon gehört, was am 24. gibt, aber das werde ich hier nicht spoilern. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr woanders gucken. Das werde ich nicht verraten. Ich glaube, das war es dann auch gewesen. Hier unten steht er schon. Hier ist im Übrigen, genau, eins von den Teilen ist auch am 24. drin. Und da seht ihr die neuen Dekos, die gekommen sind, die hier unten stehen. So. Ich glaube, das waren sie auch gewesen. Den Rest hatte ich schon mal in meinem Livestream aufgemacht gehabt. Wie gesagt, wenn ihr wirklich wissen wollt, was alles drin ist oder geduldig, hier ist noch eine, der 16. Oh, ein Tom. Haufen Karten. Haufen Karten. Ich habe schon 2 am Laufen. Wenn ihr wissen wollt, was alles drin ist und noch nicht aufgemacht habt, am 24. mache ich nochmal ein Video. Ich habe nochmal einen anderen Account und da mache ich dann eins after the otherin auf.
Ja, das waren die Neuigkeiten. Das waren die Geschenke beim Greg. Jawohl. Bingo Derby, wie läuft's bei euch? Wir gucken mal kurz rein, wie es bei uns ist. 320er Aufgaben, alle schön dabei. Obwohl heute diesmal nicht alle dabei sind. Bingo-Tafel, gucken wir mal kurz rüber. Ja, Ziegenmilch, oh, dreimal Ziegenmilch, das ist natürlich heavy. Aber wir gucken mal, wir hatten im Übrigen, jetzt habe ich die Bilder vergessen. Nein, wobei, die Bilder kann ich einfügen. Hier oben, so hat es ausgesehen, wir haben zweiten Platz gemacht. Jetzt könnt ihr mal gucken, was wir dafür gekriegt haben. Also es war ziemlich knapp gewesen, wie ihr seht. Und hier das andere Bild. Die Belohnung für den zweiten Platz ist ein Witz. Wo ich immer sage, eine Stunde hier auf dem Feld Weizen ernten, bringt wesentlich mehr und kostet keine 10 Dias. Wobei wir auch keine 10 Dias diesmal ausgegeben haben, aber für alle, die mit Dias spielen oder sowas, ist schon heftig. Ist schon wirklich heftig. Ja, aber macht eure eigene Meinung. Also wir haben gesagt, 10. wie immer, auch immer freiwillig. Thomas hat letzte Woche eine, war der einzige, der gemacht hat. Eine 10. Ansonsten Platz war dritter gewesen. Also das lohnt sich nicht. Die Dias lohnen sich einfach nicht, ist rausgeschmissen. Nur für einen Pokal, der dann irgendwo steht, wo keiner von was hat. Und die Geschenke, wie gesagt, eine Stunde Weizen ernten, bekommt man mehr. So, ich hoffe, es hat gefallen. Dann lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben. Und ich wünsche euch noch schönes Leben. Euer Onkel Jens.